Playoff heißt der internationale Kinofilm, der hier in Wiesbaden noch bis Mitte August gedreht wird. Unter anderem in den Rhein-Main-Hallen. Deswegen sind wir heute hier. Hier ist ein richtiges Basketballfeld aufgebaut worden, denn es geht um Basketball. Es geht um die Geschichte von Ralf Klein, einem jüdischen Basketballcoach, der in Deutschland aufgewachsen ist, dann leider auswandern musste, in Israel die Maccabi Tel Aviv trainiert hat und dann zurückkam, um die deutsche Nationalmannschaft im Basketball zu trainieren. Also ein wirklich spannender Film mit ganz viel Geschichte, aber auch ganz viel Emotionen. Wir sind gespannt, was wir davon heute zu sehen bekommen, denn wir dürfen ans Set, wir dürfen mit Schauspieler, Regisseur und Produzent sprechen und wir freuen uns auf die Gespräche und auf alles, was wir hier gleich erleben. So in etwa müssen sie wohl ausgesehen haben, die legendären Basketballspieler der 80er Jahre. Verfilmt wird die dramatische Geschichte im Playoff des 2008 verstorbenen legendären israelischen Basketballspieler und Coach Ralf Klein, gespielt von US-Schauspieler Danny Houston, bekannt durch zahlreiche Filme wie Kampf der Titanen oder Robin Hood. Wie ist es für Sie, einen so starken Charakter zu spielen? Jeder Charakter ist eine Herausforderung. Ich bin vor jeder Rolle nervös. Aber in diesem speziellen Fall ist es ein Mensch mit sehr viel Liebe und einem großen Herz. Alle Originalspieler, die ich traf, berichteten mir über einen sehr großen Menschen. Ich hoffe, der Größe meiner Rolle gerecht werden zu können. Es ist ein fantastischer Sommer. Manchmal ist es ein bisschen zu heiß, aber es gibt wunderschöne Schwimmbäder hier in Wiesbaden, sowie der wunderschöne Swimmingpool auf den Berg mit dem Blick über die ganze Stadt. Zudem gibt es schöne Restaurants direkt am Fluss. Ich habe die Zeit hier sehr genossen. Ralf Klein, in Berlin geboren, überlebte den Holocaust und wanderte nach Israel aus und wurde dort genannt als Mr. Basketball und mit dem Israel-Preis ausgezeichnet zu einer Legende. Als Trainer der Mannschaft Maccabi Tel Aviv holte er als erste israelische Mannschaft Ende der 70er Jahre mit Stars wie Tel Brody und Micky Berkovic den Europapokal der Landesmeisterschaft, das Wunder von Bern für Israel. Welcome, Tal, and thank you for your time. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben vorher schon kurz gesprochen und Sie haben mir eine sehr interessante Geschichte erzählt. Vielleicht würden Sie die für unsere Zuschauer nochmal wiederholen. Okay, I will. First of all, I'm very happy to be back. Zuerst einmal bin ich froh, wieder hier zu sein. In meinem ersten Spiel in der Europameisterschaft für Maccabi spielten wir gegen Gießen. Es geht in diesem Film um mehr als nur um Sport und um Basketball. Es geht um eine Entscheidung, die ein Trainer gefällt hat zu einer schwierigen Zeit in Israel. Wir haben sehr oft in Deutschland gespielt und mochten die schönen und großen Turnhallen für die Spiele in der Europameisterschaft. Und wir hoffen, dass Wiesbaden bald mal ein Team hat, damit wir zurückkommen können, um diese schöne Stadt zu genießen. Wiesbaden ist eine der schönsten Städte in Europa, wenn nicht sogar in der ganzen Welt. Ich und meine Frau haben eine sehr schöne Zeit hier in Wiesbaden gehabt. 1983 erfüllte sich Klein einen Lebenstraum und wechselte überraschend in sein Geburtsland und trainierte die Mannschaft von BSC Saturn Köln. Der rund 5,3 Millionen Euro Film in deutsch-französisch-israelischer Koproduktion wird mit 1 Million Euro von Hessen Invest Film unterstützt. Statt Berlin diente Frankfurt und Wiesbaden als Drehortkulisse. Danke für das Interview. Wie ist es in Deutschland zu drehen? Ist es das erste Mal? Es ist für mich das erste Mal. Ich war aber für die Vorbereitung für dieses Projekt schon einige Male hier. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich zu Hause. Es ist ein sehr schönes Land. Die Zusammenarbeit mit dem deutschen Team klappt hervorragend und auch von den Wiesbadener Bürgern wurden wir gut aufgenommen. Das Filmemachen sollte immer Spaß machen und das ist der wichtigste Punkt. An was ich mich erinnern werde, wenn ich an die Zeit in Deutschland zurückdenke, ist die Warmherzigkeit meines Teams und der Schauspieler und ebenfalls an die Menschen aus Frankfurt und Wiesbaden. Es war eine tolle Unterstützung für dieses Projekt und das war ein gutes Gefühl. Es macht durchaus Spaß, dass man so ein bisschen verschiedene Länder, verschiedene Baustellen hat und gerade hier mit Israel
Das ist schon was Besonderes. Also auch, ich weiß nicht, das haben Sie heute sehen können, die Leute so zusammenbringen zu können hier in Wiesbaden, ist was Besonderes. Eine der Dinge, die uns erst Sorgen bereitet haben, was manchmal so passiert, wir hatten ein wunderbares Motiv. Ich glaube, hier ging es um die Nerostraße und das hatten wir also schon vor Monaten ausgewählt, hier, wenn wir da arbeiten und kommen plötzlich zurück und die Stadt hat dort Bauarbeiten gemacht, um das zu verschönern und es sah plötzlich viel zu gut aus und wir mussten sie überreden, das wieder vorübergehend rückgängig zu machen, sodass es wieder so aussah, wie wir es damals gesehen hatten. Und sowas passiert halt manchmal. Machten die aber und im Film wird es gut sein und danach schön. Das Bundesland Hessen hofft so, weitere internationale Filmproduktionen anziehen zu können. 2011 wird der Film Playoff in die Kinos kommen. So, wir sind hier in den Rhein-Main-Hallen. Im Hintergrund sieht man schon ganz schön, das Basketballfeld ist aufgebaut, das Set ist eingerichtet. Das heißt, hier wird gleich weitergedreht und wir müssen dann leider natürlich draußen bleiben. Aber wir haben ja wirklich eine Menge mitgenommen, viele interessante Gespräche gehabt, tolle Interviews. Also wir freuen uns jetzt wahnsinnig auf den Film. Der wird irgendwann im Februar, März wahrscheinlich rauskommen. Wenn er hier dann seine Premiere hat, sind wir natürlich für Sie wieder mit dabei. Bleiben Sie also dran und bleiben Sie uns treu. Bis bald, Ihre Margit Lieberts.